ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, wie habe ich diesen Satz vermisst. Es ist wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit her, dass ich hier vor der Kamera vor euch saß und gesprochen habe. Deswegen bin ich auch nur ein ganz kleines bisschen nervös, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich habe noch nie in meinem Leben ein Video gemacht. Ich habe neues Licht. Wie das nachher aussehen und wirken wird, weiß ich noch nicht. Das sind jetzt zwei Softboxen, die ich hier anhabe. Und mit dem Schnitt und so, ich bin einfach außer Übung, bin ich ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch natürlich kurz erzählen, wieso ich von heute auf morgen nicht mehr aktiv hier war auf YouTube, wie genauso auf den anderen Social-Media-Seiten. Ihr habt es euch auch gewünscht. Ich wollte jetzt eigentlich kein extra Video dazu machen, sondern nur vielleicht zwei, drei Sätze im normalen Video. Aber ich gehe auf euren Wunsch ein und mache das dann halt so ein bisschen, ja, mehr Details. Ich hatte das letzte Video gedreht, das war ein Follow My Weekend, das weiß ich noch ganz genau. Und die Woche darauf habe ich ein neues Jobangebot bekommen, beziehungsweise es wahrgenommen. Und das ging holter die Polter, zack die Bohne, war ich schon im neuen Job. Es war alles komplett neu. Das war so, ja, es ging ratzifatzi, wirklich von heute auf morgen hat sich alles geändert, ob es die Arbeitszeiten sind. Ich arbeite übrigens jetzt auch wieder samstags, wer das noch nicht mitbekommen hat. Ich habe ja zwischendurch doch mal hin und wieder ein bisschen was auf den Seiten wie Instagram, Facebook und Co. gepostet. Und deswegen fielen sozusagen auch schon die Follow My Weekends weg. Auf jeden Fall, ich habe meine volle Konzentration diesen neuen Job gewidmet, der mir wirklich, by the way, unglaublich viel Spaß macht. Und jeder kennt das bestimmt von euch, wer irgendwo neu anfängt oder auf eine neue Schule kommt oder in eine neue Klasse. Man muss sich halt einfach erstmal einspielen, man muss sich eingewöhnen, man muss neue Dinge lernen und genau das habe ich getan und ja, dadurch, dass irgendwie der ganze Zeitrhythmus durcheinander gekommen ist, ich war übrigens mega doll, muss ich mal dazu sagen, ich war mega doll müde und kaputt. Erstens das heiße Wetter, dann auch noch die neue Arbeit, all das, was man den ganzen Tag im Kopf gelernt hat. Volle Konzentration darauf. Ich war abends einfach nur auf dem Kopfkissen und war weg. Ich bin sonst mega nachtaktiv. Trotz der Tag kann noch so anstrengend sein. Ich bin abends immer am kreativsten und irgendwie total noch wach und aufgedreht. Aber ich war wirklich immer müde und innerhalb von Sekunden habe ich geschlafen. Aber egal, ich schweife ab. Ja, und das ist wirklich der Grund gewesen, warum es von heute auf morgen keine Videos gab, weil ich wollte wirklich der Fokus nur auf meine Arbeit setzen, weil damit verdiene ich meine Brötchen. YouTube und ihr seid mein Hobby, aber ich verdiene meine Brötchen anders und ein Vollzeitjob ist wirklich sehr, sehr anstrengend und man hat wenig Zeit und die Zeit, die ich dann hatte und weil wir ja auch so einen schönen Sommer haben und 30 Grad, den habe ich dann mit meinen Freunden und meiner Familie genutzt und habe schöne Momente am Strand gehabt, am Badesee oder in der Stadt. Wir waren essen, haben viel unternommen und ja, irgendwie die Zeit rannte auch. Also für mich sind die 2 Monate unglaublich schnell vorbeigegangen und ich habe euch aber wirklich, wirklich vermisst. Also mir hat das unglaublich doll gefehlt. Ich habe das auch total gemerkt, dass ich mir denke, irgendwas fehlt. Ich habe keine YouTube-Videos geguckt. Ich war, keine Ahnung, bestimmt 2, 3, 4 Wochen nonstop nicht online auf irgendwelchen Seiten, Facebook, Instagram, was ich sonst jeden Tag gemacht habe. Also das war alles so total crazy einfach. Aber egal, ich möchte euch jetzt nicht sofort überstrapazieren mit einem riesenlangen Labervideo. Ich wollte einfach nur sagen, hello, ich bin wieder da. Wieso, weshalb, warum, habe ich jetzt gesagt. Es ist wirklich einfach nur dieser Grund gewesen. Es ist die neue Arbeit. Jetzt habe ich mich routiniert. Es ist alles okay. Jetzt ist dieser Zeitablauf wieder da und so weiter und so fort. Und ich habe richtig Power und Lust, Videos zu machen. Ich werde natürlich jetzt nicht ab jetzt sofort jeden Tag ein neues Video drehen, sondern jetzt langsam möchte ich mich hier wieder einspielen und einroutinieren. Und ja, freue mich riesig darauf für euch, Videos wieder zu machen und mit euch. Und apropos mit euch, ich bitte euch wirklich von tiefstem Herzen, dadurch, dass ich jetzt komplett raus bin hier aus YouTube, ihr müsst mir unbedingt helfen. Lasst mir all eure Video-Wünsche und Gedanken, was ich machen kann, unten in der Infobox, wollte ich schon sagen. So geht's schon gut los. Unten in den Kommentaren da, würde mich unglaublich dolle freuen, weil ich, wie gesagt, bin komplett raus. Ich habe keine Videos geschaut von meinen YouTube-Kollegen oder sonstiges. Immer mal nur so zacki-zacki und wischi-waschi mal reingeguckt und wieder raus und
Ja, ich bin auf dem Stand nur, ich habe von nichts eine Ahnung, welche Challenge, welche Tags, welche Beauty-Produkte gerade aktuell sind. Total langweilig bin ich geworden, aber jetzt geht's wieder bergauf. Und ich habe neue Haare, was heißt ich habe neue Haare, ich habe mir Strähnchen machen lassen. Fand ich ganz niedlich, jetzt zum Sommer ein bisschen heller. Und ja, ansonsten hat sich bei mir nicht viel getan, ich bin gesundheitlich gut drauf. Alles andere ist alles tippitoppi und ja, ich habe, achso übrigens, genau, das wollte ich noch sagen. Ich habe sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viel Post von euch bekommen. Ob es in meinem Postfach war, das schreibe ich euch gerne unten in die Infobox nochmal rein. E-Mails, Kommentare, Privatnachrichten, überall auf allen Plattformen. Und dafür möchte ich ein riesengroßes Dankeschön an euch sagen, dass ihr trotzdem, obwohl ich so inaktiv war, immer und immer wieder geschrieben habt. Und die letzten Tage haben sich wirklich einige schon Sorgen gemacht, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich doch mal den Schweinehund Günther aufraffen und mich jetzt hier hinsetzen. Und das habe ich jetzt getan. Und ich hoffe natürlich, euch da draußen geht es allen gut. Ihr hattet auch bisher schöne Sommertage, schöne Ferien übrigens. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber eigentlich war es ja gar nicht so viel. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Schneiden gleich ist und wie oft ich mich verplappert habe. Aber das ist ja jetzt auch vollkommen Schnuppe. Ich habe das Video jetzt gemacht. Ich hoffe, alles sitzt. Ich bin nicht verschwommen und so weiter und so fort. Und ich höre auf zu sappeln. Freue mich auf das nächste Video für euch. Und in diesem Sinne, bis dann. Tschüssi.